Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Heute ist der 6. Dezember, Nikolaustag. Und am Nikolaustag schenkt man sich etwas. Nicht viel, eine Kleinigkeit, aber so will es die Tradition und der heilige Nikolaus. Freilich ist der Bischof von Myra nicht immer nur ein angenehmer Zeitgenosse gewesen. Seinen Gegner in theologischen Fragen, den Arius, soll er auf dem Konzil von Nikäa 325 geohrfeigt haben, weswegen er auch verhaftet wurde. Sei es drum. Für uns, die wir schöne Geschichten lieben, bleibt Nikolaus der liebenswerte Gabenspender und Helfer in Seenot. Und so habe ich heute ein kleines Geschenk mitgebracht, was zudem ein wenig zum martialischen Charakter des Heiligen passt. Es handelt sich um eine Schachfigur, eine Königin, auch Dame genannt. So sieht sie aus. Sie ist 8 cm hoch, 5 cm breit und 3 cm dick und stammt aus dem Hochmittelalter, dem 12. oder 13. Jahrhundert. Das Original, dies hier ist ein Gipsabguss aus der Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin, war in Walrosszahn gearbeitet und kommt allem Anschein nach aus England. Das Original liegt heute im Museum in Schwerin und gilt als frühes Beispiel für die Verbreitung des Schachs in Europa. Die Königin sitzt auf einem reich verzierten Thron. Sie hält ein Zepter in der Hand und eine Trinkschale in der linken. Und sie trägt einen faltenreichen Umhang sowie einen Kopfschleier mit einer Krone obendrauf. Rechts und links zu ihren Füßen knien zwei Pagen. Einer davon ist ein Musiker, ein Flötenspieler. Diese wunderhübsche Dame gewährt uns einen Einblick in die Welt des Mittelalters, ihre Art zu denken und sich zu verhalten und das auf eine so anschauliche Art und Weise wie wenige Dinge, die uns überliefert sind. Ganz einfach deswegen, weil wir genau wissen, wie diese Figur gehandhabt wurde, wie man Schach gespielt hat mit ihr. Sie erlaubt uns einen Einblick in die denkerischen Möglichkeiten einer Zeit und zwar im Unterschied zu unseren eigenen. Es ist ein Blick in eine fremde, ferne Welt, die ganz anders dachte und fühlte als wir. Und das ist es gewiss wert, dass wir uns dieses Geschenk einmal genauer anschauen. Wir Historiker, und ich bin mit Leib und Seele Historikerin, neben meiner Begeisterung für Literatur, wollen so gerne verstehen, wie die Menschen in der Vergangenheit gedacht haben, ohne von unserer Denke auf ihre rückzuschließen, ohne unsere Vorstellungen auf sie rückzuprojizieren. Doch das scheint kaum möglich, es sei denn, wir bekommen genaue Anweisungen, wie wir etwas handhaben und denken dürfen. Und das ist hier der Fall. Schachbücher, schriftliche Zeugnisse aus 1000 Jahren erzählen uns, wie die Regeln aussahen, mit denen man Schach spielte. War es doch ein königliches Spiel, das höchste Wertschätzung erforderte. Man geht heute davon aus, dass das Spiel zwischen dem 3. und 6. nachchristlichen Jahrhundert erfunden wurde, und zwar in Indien, Persien oder China. Über die muslimischen Eroberer kam es nach Europa, nach Spanien, Italien. In Deutschland spielte man Schach ab dem 10. 11. Jahrhundert in der aristokratischen Oberschicht, die eine Kämpfende war. Und das Spiel selbst war und ist bis heute ein kämpferisches und zugleich eines, das den Kopf anstrengt. Die Ursprungslegende erzählt, dass ein brahmanischer Weiser den Tyrannen Shiram domestizierte, indem er ihm dieses militärische Spiel lehrte. Als der sich bedanken wollte, gebührend, bat der Weise,
Man möge auf jedes der 8x8 Schachfelder Weizenkörner legen, die sich von 1 aufsteigend immer verdoppelten, also 1, 2, 4, 8, 16 und so weiter. Zum Schluss wären es 18,45 Trillionen Weizenkörner gewesen, die der Brahmane bekommen sollte. Die Oberfläche der Erde wäre 9 mm dick mit diesen Weizenkörnern bedeckt gewesen. Ein kluger Ratgeber riet dem verzweifelten König, dem Brahmanen zu befehlen, die genaue Anzahl einzeln abzuzählen. Das rettete die Herrschaft. Heute weiß man, dass nach nur 2 Zügen 72.084 verschiedene Stellungen entstehen können, und das ist eine ganze Menge. Freilich nach den modernen Spielregeln, womit wir wieder im Mittelalter angelangt wären. Um 1200 spielte die europäische Elite Schach. Das war ein Muss für die Ritter. 1243 heißt es in einer französischen Chronik, Karl der Große, Zitat, liebte seine Kinder sehr, sowohl die Kleinen wie die Großen. Die Söhne lehrte er reiten und ihre Waffen zu handhaben, nach den Gebräuchen Frankreichs, und Schwerter und Lanzen zu tragen. Sie lernten Schach spielen und an den hohen Tischen zu bedienen. Zitat Ende. Wenige Jahrzehnte zuvor erzählt der große Dichter Gottfried von Straßburg, dass Tristan so gut Schach spielen konnte, dass es ihm zum Verhängnis wurde. Der junge Held geht auf ein Schiff und sieht dort, Zitat, ein Schachspiel hängen, dessen Brett und Beschläge wunderschön verziert, herrlich gefertigt waren. Daneben hingen Elfenbein, meisterhaft geschnitzt. Der wohlerzogene Tristan sah es aufmerksam an. »Ei«, sagte er, »edle Kaufleute, Gott beschütze euch, könnt ihr Schach spielen? Das sagt mir.« Zitat Ende. Die Händler fanden, der Junge sei zu schön, um ihn zurückzulassen. Sie entführten ihn, während er Schach spielte und, Zitat, gelegentlich fremdartige Schachausdrücke einfließen ließ. Er war, Zitat, so sehr in das Schachspiel vertieft, dass er nichts anderes als das Spiel dachte. Zitat Ende. Er gewann und merkte erst jetzt, dass er entführt worden war. Später avancierte Tristan ja zum geliebten Isoldes, der Königin, womit wir bei unserer Schachfigur wären. Im Unterschied zu heute war die Königin die Dame, die unwichtigste Figur im mittelalterlichen Spiel. Sie durfte nur diagonal laufen, und zwar jeweils nur ein Feld weit. Sehr leicht wurde sie geopfert, vor allem wenn sie Seit an Seit bei ihrem König in der Mitte des Spielfelds stand, wie damals durchaus üblich. Auch dem Läufer ging es damals nicht viel besser. Er durfte auch nur diagonal ziehen durch einen Sprung über das nächste Feld. Erst in der Renaissance kamen beide Figuren zu ihrer heutigen dominanten Funktion. Doch davon später. Diese beiden anders gearteten Zugmöglichkeiten im Mittelalter machten aus dem Schach ein völlig anders geartetes Spiel, als es heute ist. Schach war im Mittelalter ein Spiel, in dem es um Ehre ging, nicht um Sieg. Wichtig war nicht, dass man siegte, den anderen matt setzte. Wichtig war, wie man mit den Figuren umging, denn die Figuren spiegelten die Würdeträger der damaligen Welt wider. Allen voran der König. Dann kam sein Wesir, das war der persische Name für Minister. Erst im 15. Jahrhundert wurde endgültig der Name Dame daraus. Und das kam so. Aus Wasir wurde Vers. Das klang so ähnlich wie Vierge. Et voilà. Da haben wir die jungfräuliche Dame. Dann war da noch der Ritter, das war das Pferd.
Der Graf, das war der Turm. Der Alte oder Bischof oder Richter, das war der Läufer. Und vorneweg die Bauern in einer agrarischen Gesellschaft als Fußsoldaten nicht zu vergessen. Die Figuren waren aus Elfenbein gemacht, Bergkristall, Bernstein, Ebenholz, Knochen, massiv und schwer. Die Ehre gebot es, dass der König am besten selbst dem anderen König auf der Mitte des Schachfeldes matt gab. Man kämpfte im Mittelalter schließlich Mann gegen Mann. Ursprünglich bedeutete Schachmatt im Persischen, der König ist überfallen, geschlagen, hilflos. Sobald der Arme in Gefahr geriet, opferte er die neben ihm stehende Dame schnell auf. Sie war eh nicht sonderlich wertvoll und zur Not hatte er sie immer schön mit sich gezogen, sodass sie nun eben neben ihm zu stehen gekommen war. Europa übernahm von den Arabern die sogenannten Mansuben. Das waren Kombinationen von Schachfiguren, die den Höhepunkt der Partie markierten. Tabia, so nannte man die Figurenaufstellung. Da weder Dame noch Läufer weit laufen konnten, entwickelte sich das Spiel sehr langsam, bis es richtig spannend wurde. Also fing man lieber gleich in der Mitte an, dort, wo es spannend war, und setzte zum Beispiel sich folgende Aufgabe. Gib matt in 5 Zügen an dem und dem Ort mit der und der Figur. Wer früher matt gab an einem anderen Ort mit einer anderen Figur, hatte verloren. So war das. Wichtig war nicht der Sieg, sondern das, wie man siegte, der ehrenvolle Sieg. Das entsprach genau der Mentalität feudaler Ritter. Erst die Kaufleute machten daraus im 15. Jahrhundert eine Effizienzfrage. Im Hochmittelalter war das ganze Kapital, das man besaß, die persönliche Ehre. In der Neuzeit wurde das zunehmend unwichtig. Hauptsache, man gewann. Geld, Territorien, das war wichtig. Nicht die Personen, die einen ehrenvoll betrachteten. Im Mittelalter zählte das Schachspielen zu den ritterlichen Tugenden. Und geriet der Gegner in Gefahr, dann warnte man ihn mit Zurufen. Pass auf, matt, garde. Man war einfach ehrenvoll durch und durch. Im 15. Jahrhundert wurde das ganz anders. Dame und Läufer erhielten die heutigen Zugmöglichkeiten. Das Spiel wurde rasch, der Sieg wichtig unter allen Umständen, wenn es sein musste, auch durch Tricksen, indem man zum Beispiel den Gegner so setzte, dass ihm Licht ins Auge fiel und er nicht richtig auf das Brett sehen konnte. Kurrent, schnell laufen, so zeigte sich jetzt die Dame und der Läufer. Jetzt konnte man von Anfang an von der Grundstellung der Figuren aus spielen und musste von Anfang an aufpassen, dass man nicht in die Bredouille kam, was man nach den neuen Zugmöglichkeiten der Dame bereits nach dem 6. Zug sein konnte. Denn jetzt konnte die Dame, wie gesagt, auf alle Felder vertikal, horizontal, diagonal ziehen, vorausgesetzt, es stand keiner im Weg. Und der Läufer auf alle Felder in der Diagonalen wieder vorausgesetzt, es stand keiner im Weg. Alla rabiosa spielte man jetzt, also rabiat, della donna, della dame enragée. Vermutlich entstand diese neue Variante im späten 15. Jahrhundert in Italien oder Frankreich, dort, wo Banker wie die Medici herrschten und eine Jungfrau von Orléans einen König verteidigt hatte. Kurz darauf verkündete auch ein französischer Minister, dass der Zweck die Mittel heilige. Vorbei war es mit der Ehre. Wie man siegte, war jetzt egal. Wichtig war, dass man so siegte. Ein guter Spieler berechnete nun von Anfang an seine Zugmöglichkeiten. Die gute alte Ehre war verschwunden,
Landsknechte ersetzten die Aristokratie zu Pferde. Jetzt schoss man mit Sprengstoff und Kanonen, wo man im Mittelalter allenfalls Pfeile und andere Wurfgeschosse gehabt hatte. Apropos Werfen, dass man im Mittelalter das Schachspiel auch noch anders verwenden konnte, um seine Ehre zu schützen, zeigt eine nette Geschichte aus dem Parsifal von Wolfram von Eschenbach. Gawain, der Artusritter und die Antikonie, die schöne Antikonie, werden in flagranti in einem Turm erwischt. Sie müssen ihre Ehre verteidigen. Gawain reißt am Eingang den Türriegel ab und treibt mit dem Türriegel die Eindringlinge zurück. Zitat: Die Königin durchsuchte inzwischen hastig den Turm, ob nichts zu finden wäre, womit sie sich gegen die verräterische Rotte zur Wehr setzen konnten. Sie fand aber nur Schachfiguren und ein großes, schön ausgelegtes Schachbrett, das sie Gawain zur Verteidigung brachte. Gawain packte es an dem eisernen Ring, an dem es sonst an der Wand hing, und nun wurde auf diesem viereckigen Schild so lange eifrig Schach gespielt, bis er ganz und gar zerschlagen war. Hört auch, was die edle Dame tat. Sie schleuderte die großen, schweren Schachfiguren, ob König oder Turm, gegen die Feinde. Und es heißt von ihr, dass jeder, den ein Wurf traf, unweigerlich zu Boden sank. Schachmatt, würde ich sagen.